Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, Schwarzmarkt, Zugangsschlüssel. Gut, ist jetzt schon durch. Ich hätte es auch aufnehmen können, aber wusste nicht genau, was passiert. Ja, das ist ja auch mein erster Schwarzmarkt ist tatsächlich. Aber ja, da waren 5 Fahrzeuge drin, die ich noch nicht habe, die in den letzten Schwarzmärkten drin waren. Und eins konnte man sich aussuchen. Bei mir war es zum größten Teil wirklich am Müll. IS6B, T430B, MUTZB und ich glaube der Panzer 4 Hydro. Also gut, der Hydro ist natürlich ein Sammelobjekt, aber die anderen drei waren ja wirklich nicht zu gebrauchen. Zumal ich IS-6 echt schlecht finde, Mutz finde ich jetzt auch nicht so gut. Also der hieß halt der Schwarzpanzer, schlag mich tot. Und die 34 habe ich halt schon, halt nur nicht in der B-Version. Hier, also... Egal, also Hydro oder halt das Ding, da war ich echt glücklich, das war der letzte Pick. Schön Eber. Sehr geil. Ein lustiges Fahrzeug auf jeden Fall, 8er Eber. Und... Ja... Den fahren wir heute. Und den soll es heute gehen, um den Kleinen. Ich bin sehr gespannt, was er kann. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, da sind wir auch schon in der Runde. Ja, Eber, was ist das überhaupt für ein Fahrzeug? Ein leichter Panzer, ein Radpanzer, so wie man es unschwer erkennen kann. Und ja, ein lustiges Fahrzeug. Man hat natürlich den Modus. Also jetzt gerade bin ich im Speed-Modus. Und das gute Stück. Gibt es auch noch im Lenkmodus, da ist er allerdings wesentlich langsamer, allerdings sehr viel wendiger. Und ja, also wenn man den Modus drin hat, den Wendigkeitsmodus nenne ich es mal, dann fährt das Ding nur 60 Sachen. Das Lustige an dem Teil ist, der fährt genauso schnell vorwärts wie rückwärts. Also rückwärts hat er halt auch 60 Sachen jetzt. Und vorhin wird es dann auch 80. Genau, und im Speedmodus fährt er halt 80, also ziemlich schnell. Aber ja, ich glaube mal HE. Aber ja, das Ding ist natürlich lustig. Ich hatte einen 2-Schuss-Clip mit einer sauhohen HE-Pen. Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich dämlich. Und ja. Ja, da geht's. Ich kann ihm halt einfach easy so 2 Schüsse reinklatschen. Weil das sich ja gerade getroffen hat. Da muss ich mich kurz konzentrieren, hab mal so ein bisschen reingejodelt, weil das macht man mit dem Panzer halt. Entschuldigt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Und ja, ich habe gerade gesehen, 260 Damage habe ich den mit jedem Schuss gemacht. Dabei macht der mit dem Panzer eigentlich nur 175 Schaden. Also easy HE-Pens. Das ist halt wirklich, wirklich dämlich. Also, ja, es ist dumm. Fertig aus, dieser E-Pen. Versteht das auch nicht, warum der so eine hohe hat mit so einer kleinen Kanone. Halt nur 50 mm nur. Und ja. Genau. Ich würde den links gerne haben. Schade, dass ich keine E drin habe. Dann wäre der jetzt gestorben. Dann kommt gleich mal eine Nachkleidung in 9 Sekunden nach. Das passt ja. Ich könnte versuchen, ein bisschen Druck aufzubauen auf die hier unten. Also da ist so ein schöner Jetto. Aber danach ist der dann so ein E-Pen-Clip. So. Schade, leider nur 16 Damage. Okay, nee, den krieg ich nicht gepennt mit HE, den 122 TM. 5, 4, 3, 2, 1, komm schon. Jawoll. Ja, dieser Panzer ist halt so dämlich. Er ist einfach dumm. Ehrlich, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Er macht Spaß. Also, hey, das ist ja auch so. So, den Lynx auch kurz abgefrühstückt. Sehr geil. In welchem Modus sind wir gerade? Im Lenkmodus. Ich muss jetzt mit dem Fahrzeug klarkommen und ich hasse es eigentlich auf der Map auch zu scouten, aber die Runde lief natürlich jetzt sehr gut. Nice, ey. Von mir ab sehr viel. Echt schnell. Oh Gott! Aber lenken ist immer noch so eine Sache mit dem Ding. Ich lege mal kurz HE rein, um die Arti mir zu grabben. Obwohl, es gibt noch einen Jizo, aber das ist der Arti. Na, kriege ich sie?
Und da oben ist ein Bisonte. Oh Gott. Gut, nichts mit, ich krieg Arti. Ich weiß halt nicht, wo dieser G-Saw ist. Der macht mir jetzt noch Sorgen. Der ist da oben. Okay, gut, perfekt. Genau da sollte er auch sein. Nice, ich bin einen Spot für den Bisonte bekommen. Gib mir angezündet. Oh mein Gott, ich zünd ihn an. Ja! Nice! So, sollten wir schon wieder zu sein. Boah, dass ich den nicht aufkriege, den G-Saw. Krass. Also das hätte ich ja nicht gedacht. Das muss wehtun. Wirkungstreffer. Gut, jetzt nach, dass die Art hier ist. Ich habe selten in der Runde so viel HE geschossen, ey. Nice, ey, oh, es ist eine gute Runde, ey. Sehr starke Runde. So. Gas, Gas, Gas. Wenn ich jetzt zu viel will. Aber ich will noch Damage. So, schön den gerade vorfahren. Ah, der ist ja fast tot. Oh. Nein, 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 rückwärts, rückwärts, rückwärts. Nein, da bin ich zu weit hochgeschossen. Scheiße. Schade. Schade, schade, schade. Ja, das ist das Problem an dem Ding. Man kann halt, es ist halt ein Auto. Also, man bremst halt nicht so ziemlich plötzlich wie mit einem Panzer. Ich meine, der Panzer hat ja auch noch einen kurzen Rollweg, aber der bremst natürlich viel schneller als so ein Auto. Und. Eieiei, ei, ei, ärgerlich. Egal, es war eine sehr geile Runde. Boah, nice. Ich muss sagen, da gibt es den gleich noch einer von. Nachdem der 122 TM den 122 TM getötet hat. Ich hätte eigentlich schon gegen den G-Saw sterben lassen, außer der hat gerade nachgeladen. Links. Links, mein Guter. Warum fährst du zurück? Ach, Leute. Na komm, holen wir. Ja, die war aber auch komisch. Oh, jetzt verkackt er das. Egal, bis gleich. Nice! Haben wir Top-Damage? Ja, haben wir geile Panzer. Auch wenn ich sie eigentlich lächerlich finde, diese Ebers. Und diese schönen Radpanzer. Aber ich muss gestehen, sie machen mir Spaß. Ich muss leider gestehen, sie machen mir Spaß. Aber sie sind einfach dämlich. Es ist einfach dumm, dieser Speed. Und ich weiß auch nicht. Naja. Egal, kann man sich jetzt viel drüber streiten. Ich meine, auf der einen Seite sind es Panzer, sind halt Radpanzer, sind gepanzerte Fahrzeuge. Ja, schwierige Diskussion, aber naja. Jetzt sind sie im Spiel, jetzt haben wir sie. Ich fahre sie, mir machen sie Spaß. Was soll ich sagen? Aber weiter geht's. So. Da sind wir auch schon in der Runde. Schon wieder Only Achter. Sehr geil, nehme ich. Ach, ich muss mir merken, HE mit dem Ding einfach einzuladen direkt. So, weil den Bohrrad hätte ich gerade richtig geil schon mit HE pennen können. Ja, Jungs, richtig gut gemacht, wirklich. Einfach reinjodeln. Immer die beste Idee. Leider wieder keine so gute Map zum Scouten, so wie ich finde. Also wird die Map schwierig. Ja. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich aufgehe. Ah, besser. Eigentlich soll man ja nicht im Auto-Aim schießen, aber warum hat er so gutes Aim, ey? Ach, krass. Hat der eine Handbremse? Ja, hat er. Okay. Wie mache ich denn das jetzt? Wenn man Speed muss, bin ich sicher schnell wieder. Von was? Oh Gott, als ob der List gerade abgebreitet ist. Wo bist du abgebreitet? An der Kanone, glaube ich. Es ist so dämlich. Ich fahre gerade rückwärts. So. Oh Gott, das ist so merkwürdig zu lenken. Lenken ist jetzt natürlich umgekehrt. Naja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, so recht. Ich bin jetzt nicht der beste Scoutfahrer, also ich weiß, wie es geht, aber. Ich nehme mal den Modus. Naja, also falls hier vorwärts. Ich weiß natürlich, wie es geht, aber. Na, jetzt zum Beispiel gerade bin ich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Wie gesagt,
Ein bisschen lost bin ich schon gerade. Ja, vielleicht komme ich an den Eva ja ran. Das ist natürlich sehr geil. Ja? Na komm, versuchen wir es. Ich könnte dich auch einfach so richtig dämlich reinholen, aber ich glaube, das wäre nicht überwürfelt. Warum? Von was gehe ich hier dann auf, bitteschön? Ja, ich wusste, dass der WZN drin steht. Was hat mich denn da aufgemacht, verdammt nochmal? Ich komme halt auch nirgendwo mehr ran jetzt gerade, um irgendwie gut zu spotten. Schwierige Nummer. Schwierige Nummer. Mal, wenn ich das Haus da wegschieße. Komm ich dann an den Tiger gleich ran, wenn er nochmal aufgeht? Ich könnte es versuchen, also. Ich hab jetzt so einen Schiss hier ranzufahren. Wegen den ganzen Leuten, die da halt oben an der Ridge stehen. Nichts vor die Kanone. Was soll ich hier auch scouten? Also links kann ich nicht scouten, weil, naja. Ich gehe ja sofort auf, also was soll ich da auch rumscouten? Das bringt halt einfach alles nichts gerade leider. Schwierig! Da wäre mein Tiger. Nee. Ich kann natürlich auch durch die Stadt irgendwie schießen oder so. Zweite Schuss hin. Ich hatte halt Schiss, dass ich aufgehe durch den Schuss, aber bin ich nicht. Hm, sehr geil. Lass mal versuchen. Jetzt bin ich offen. Oh mein Gott. Nein! Oh Gott, zum Glück. Oh Gott. Ey, aber da war sie wieder, die 1000 Radpanzerung. Ich wäre so tot gewesen in jedem anderen normalen Tank. Gut, jetzt schießt er das schon auf mich. Ich wäre so tot gewesen ohne diese Räder. Ja, jetzt mal ehrlich, ich hätte so platzen müssen und das erschießt er mir einfach nur ein Rad. Es ist so dämlich. Das ist das, was mich am meisten stört an den Tanks, diese Räder einfach. Das ist wirklich das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das waren einfach, also wäre eine Kette gewesen, der wäre locker durchgekommen mit AP. Bei jedem anderen Leid, der hat mir doch nicht nur ein Critical in die Ketten gegeben, so. Ja, es ist halt dämlich. Ich verstehe es auch nicht. Ich hätte jetzt natürlich ein paar Probleme. Versuchen wir, die Brüder hier ranzukommen. Ja, vielleicht wird es doch noch eine gute Runde. Wenn ich jetzt vorsichtig bin. Okay. Du bist viel. Ich weiß nicht, wo das ist. Wichtig. Wichtig. Sehr wichtig, dass der rausgeflogen ist. Nice, ja, jetzt haben wir sogar schon die Oberhand. Nice. Jetzt fühlen wir ja sogar derbe. Okay, jetzt können wir von hinten schön arbeiten. Ah, der U, das gibt's aber halt noch. Das ist der einzige Tank, der noch nicht offen war. Wer weiß, der könnte halt hier hinten noch irgendwo drin stehen, wenn er ganz gemein ist. Warum bin ich offen? Oh! Zum Glück hatte ich HE drin. Oh Gott, ey, zum Glück hatte ich HE drin. Das ist wieder mit dem Panzer welche locker rumgekommen. Gottes Willen, ey. Warum geh ich schon wieder auf? Warum geh ich auf? Der Ivan steht doch irgendwo. Okay, komm, ich lade HE rein für die letzten Tanks jetzt. Vor allem den Großteil ist auch nur noch Lights. Uiuiui, ey. Ich hätte drei oder viermal sterben müssen an der Bulldogge eben gerade am Kerner, Mann. Der List ist einmal abgeprallt. Ach Gott, ey. Ich hätte schon längst so tot sein müssen. Ich kann nicht scouten. Also,
müssen da oben erstmal noch ein Stück weiter vorrücken. Weil wenn die da oben noch, wenn die da oben noch an der Ridge stehen, ich glaube, da steht nichts mehr. Ich kann es versuchen. Nein, hab ich auch noch erwischt. Ah, oh, schade. Schade. Schon wieder drei Kills, aber nicht so viel Damage, oder? Ich bin ein bisschen mehr scouted. Egal, war trotzdem eine sehr schöne Runde. War trotzdem eine sehr schöne Runde. Wurde dann doch noch spannend, obwohl es eigentlich hätte schief gehen sollen. Wir können das auch noch verlieren tatsächlich, die Herrschaft, wenn sie sich dumm anstellen. Jetzt hat leider gegen die. Du gehst jetzt so schnell auf mit dem Ding. Das ist der Udes, sehr gut. Ja, wichtig. Wichtig. Das ist so gut, dass er gerade direkt geplatzt ist. Nice. Naja gut, da habe ich meinen verdienten Tod bekommen. Also das war aber auch wirklich lächerlich. Gegen den Lust hätte ich sterben müssen. Ich hätte, ja halt der eine Reifenschuss vom Canon. Och, die finden eben doch den Schuss. Also, da hätte ich wirklich mehrmals sterben müssen. Na komm, krieg den Udes. Schieß halt HE-Defender, ist auch in Ordnung. Aber, naja. Ja, nee, das ist gewonnen. Das ist gewonnen, das krieg ich nicht mehr hin. Ja. Schieß doch nicht HE! Oh Gott, Leute. Die sind alle. Mann. Nice! Sieg! Geiles Fahrzeug. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich den gezogen habe, so gesehen. In den Schlüsseln? Keys? Keine Ahnung, wie man das nennt. Das Ding nach dem Schwarzmarkt. Mega geil! Stimmt, Auge um Auge. Eva und ich haben uns ja gleichzeitig zerstört. Ja, Eva zerstört Eva. Na, ist doch was. Also in den Kommandanten zerlegt, ey. Schade. Schade, dass er da noch getroffen hat. Bulldogge, Fahrrad, Rom. Ja, 900 Damage. Nehme ich. Oh, der dürfte viel gespottet haben, ja. Irgendein Leitz hat mich auch die ganze Zeit aufgemacht, ey. Ja. Wie gesagt, ich muss gestehen, dass mir die Dinger Spaß machen. Es ist nun mal so. Aber ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat. Guckt auch gerne unter das Video, da ist die Playlist verlinkt und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Ja, und bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und tschüssi!